Wer fährt geradeaus und fährt eine 8,8er Zeit mit 265 Sachen. Damit lässt er Stanislav Koma mit seiner 9,4 hinter. Ein Auto, was mir sofort aufgefallen ist, bevor ich habe es letzte Woche aber auch schon im Internet gesehen. Und zwar ist es die Farbe. Sehr geil, sieht man sofort schon von weit hinten. Ich habe den Fahrer und den Schrauber oder beide Schrauber? Beide Schrauber. Okay. Könnt ihr euch kurz vorstellen, wer ihr seid und woher ihr kommt? Ja, mein Name ist Welte Markus. Ist mein Bruder Stefan Welte. Ja, wir kommen aus dem Schwabenland. Das hört man. Nee, Ulm. Ja. Zwischen Ulm und Ravensburg, ein kleines Dorf. Ja, wir haben so eine kleine Halle, wo wir halt beide Schrauben und so. Ja. Und so ein kleines Gewerbe und so angemeldet. Ja, und das ist unser kleines Baby. Ja. Auf jeden Fall nicht nur, dass er schnell ist, er sieht auch noch sehr gut aus. Wie wichtig ist es euch, dass alles ordentlich drin aussieht, keine Kabel, Leitung rumwühlen? Sehr wichtig. Ja. Sehr, sehr wichtig. Da sind die Schwaben schon akribisch, oder? Ja, ja. Vor allem Motorraum und so, das muss einfach sauber aussehen. Könnt ihr schon mal sagen, was ihr so am Motor fährt? Was für ein Lader? Motor ist ein V6, 2,8 Liter, aufgebaut auf 3,0 Liter. Lader ist ein Garrett GTX 45. Ja, und sonst eigentlich alles Eigenanfertigungen. Ja. Ja, und Ethanol als Sprit, ja. Pures Ethanol. Okay, jetzt meine Frage natürlich, wie kommt man dazu, so viel Zeit, so viel Arbeit reinzustecken für einen Sport oder eine Leidenschaft, wo jeder normale Mensch sagen würde, wofür eigentlich? Ja, das hat halt damals schon mit dem Mofa-Jaschen angefangen. Die hat man halt aufgemacht, ja, frisiert dann der 50er-Roller und dann das normale Auto und dann ist es halt immer weitergegangen. Dann ist man mit Anfang mit 400 PS, 500 PS, 700, 800, 900 und irgendwann jetzt sind wir halt bei 1100, ja. Und so geht es halt immer weiter. Man will halt immer mehr. Was ist so absolutes Traumauto von euch? Golf 2. Perfektes Schlussbild, Schlusswort. Euch viel Spaß und viel Glück und danke. Wir sehen uns.